Ich überlege, es müsste wahrscheinlich irgendwo eine bessere und schnellere Art geben. Effektiv wirkt bei Angriffen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Irgendwo in der Ferne werde ich angriffen. Es muss doch bestimmt noch eine weitere Möglichkeit geben, das Zeug aufzuladen. Aus über diese Wireless-Receiver hier. Gerade sagen, nicht die Energie weitergeben. Immer schön speichern. Saugt den Turm leer. Ist vielleicht nicht gerade das Schönste, was wir machen können, aber wir brauchen den Strom. Zurück geht hier gerade nicht, so wie es ausschaut. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich glaube, einfach der Strom hier. Reicht einfach partout nicht auf gegen alles. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir müssen einfach nach der ganzen Kampfaktion ihn unbedingt mal etwas an den... Nein, nicht den anderen aufladen. Nicht den anderen aufladen. Wir brauchen den Strom jetzt gerade selber. Gegen ihn hier. Gegen Korosum. Korosum, Hallöchen. Ich sehe, du bist gut gepanzert. Yep, 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 definitiv. Definitiv gut gepanzert. Und die Panzerplatte möchtest du mir doch bestimmt geben, oder? Ja, natürlich möchtest du das. Eieieiei, komm, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist verdammt schnell. Mittlere Panzerplatte. Oh, haben wir was Neues bekommen? Das ist nicht schlecht. Ach, komm schon. Genau, das ist das, was ich. Jupp, 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 definitiv, definitiv, was ich wollte. Da, Dankeschön, Dankeschön. So nicht anders muss das sein. Na komm. Fall vor uns um. Gib mir dein Zeug. Jep, 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 jep. Na, komm. Ernsthaft. Dann schießen wir so lange drauf, bis ich es bekomme. Au, au, au. Uiuiui. Das war ziemlich... Au, 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 au. Houston, wir haben ein kleines Problem. Das Problem heißt, ich habe soeben... mein Fahrzeug verloren. Verdammt. Moment, ich muss schnell zu ihm. Oh mein Gott. Moneymaker, was ist mit dir passiert? Das gibt's doch nicht. Sag bloß, es hat seine... Oh Gott. Ich würde mal gerade behaupten, das ist weniger bis gar nicht gut. Wo ist denn seine KI hin? Ahem. Das war der Moneymaker. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir brauchen eine neue KI. Ganz definitiv eine neue KI. Okay, gut, wir kriegen ihn hin. Wir werden ihn wieder hinbekommen, nur keine Panik. Wird alles nur ein kleines bisschen an Zeit beanspruchen. Das Wichtigste erstmal, kurz mal Kohle. Zack. Ich bräuchte bitte ein Cockpit. Am besten bräuchte ich nämlich von denen Cockpits, aber da habe ich leider überhaupt rein gar nichts. Deswegen muss es der einfach machen. Oh Gott, vielleicht müssen wir es ein bisschen weit nach hinten stellen. Die Explosion ging ja direkt an die Front ran. Ich glaube, das war nicht so ganz das Beste. So, du bist mal hier. Gehen wir dich hier rein. Und versuchen dich noch einmal in irgendeiner Art und Weise aufzubauen. Wenn ich wüsste, wie ich dich aufgebaut hatte. Bauen dich auf jeden Fall diesmal eins nach hinten. So viel ist sicher. 1, 2, 3, mittlere Blockreihe. Oder war das? Warte mal, es war glaube ich vom anderen was. Wir waren mit dem hier aufgebaut. So, dann bekommt er hier vorne auf jeden Fall eine Schutzpanzerung rein. So, einmal links und einmal rechts. Damit wir die guten Bohrer hinsetzen können. Ah, der schaut besser aus. Das schaut wesentlich besser aus. Ein paar Räder noch hin. Yep, 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 definitiv. Das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Zum Glück sind die großen Batterien nicht in die Luft geflogen. Oh Gott. Das wäre ziemlich böse ausgegangen.
Lass mich sagen, ich liebe reaktive Panzerung. Geiles Zeug. So, hier hinten haben wir zugemacht, um die Batterien zu schützen. Oh Mann. Alles in die Luft geflogen, nur wegen dem Cockpit. Es ist ja soweit eigentlich alles da. Lässt sich nichts sagen. Ich habe soweit nichts verloren. Vielleicht ein paar Raffinerien. Das kann gut sein. Aber das war's aber auch schon dann im Großen und Ganzen. Okay. Haben wir denn ein paar Pets oder irgendetwas? Soweit haben wir das Grundlegendste wieder da. Das ist alles genau verkehrt rum. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, so ein kleines bisschen zumindest. Na? Okay, akzeptiere ich auch. Akzeptiere ich auch. Nein, der Rest kann zum Verkauf angelegt werden. Okay, mein Freund. Du fährst mal zurück. Wenn du nämlich nicht in der Basis bist, habe ich ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Energiestand niedrig. Dann fährst du mir einfach mal hier rein. Und auch doch nicht. Gut, hier gibt es gar keine Batterien. Dann müssen wir das Ganze so rüber machen. Zack, wunderbar. Und nach da hinten umschwenken. Wie schaut's denn aus? Können die mich vollpumpen? Wahrscheinlich eher weniger. Und ich habe meine kleine Batterie verloren. Mit deiner Hilfe, die ich immer gesehen habe. Wie weit ich gerade überhaupt voll bin. Heißt, die muss ich mir auch nochmal besorgen. Na Gott. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn es einfach ginge. Na, schon mal auf die Seite. Dann schnappe ich mir jetzt mal euch bei dir. Dürft ihr mal anfangen, das ganze Zeug so weit aufzuklauben. Bevor es noch despawnt. Weil das wäre das Schlimmste überhaupt. Wenn das Zeug jetzt anfangen würde zu despawnen, während ich noch gar nicht alles aufgesammelt habe. Und nochmal, mitnehmen, 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 mitnehmen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, ganz nach und nach alles mitnehmen. Nichts vergessen. Immer schön da bleiben. Okay. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Danke, danke, danke. Und ganz besonders da hinten. Na, das sieht doch recht gut aus. Ich kümmere mich gleich noch um die Panzerung, sobald ich mit dem kleinen Stück hier fertig bin. Wir haben... Oh. Wollte gerade sagen, es muss auch irgendwann mal hier durchradern. Ich habe genug Einzelteile, um was machen zu können. Oh. Nimmst du den Rest auch noch mit? Oder ist der Klotz schon wieder voll? Der Klotz ist so langsam nach voll. Ach, kommt schon, Leute. Ein bisschen mehr ich schon erwartet, aber okay. Au. Oh. Apropos warten. Waffen. Hätte ich die vorher nicht alle vertickt, hätte ich jetzt sogar noch ein paar mehr übrig, aber was soll's. Was soll's. So, was können wir jetzt hier abladen? Ich hoffe so einiges. Dich hier auf jeden Fall, dich hier, dich hier. Ich glaube langsam echt, die ganzen Pets und alles sind voll. Mehr als voll sogar. Okay, dann können wir ein bisschen was machen. Und zwar sagen wir dann einfach, wir möchten schon mal an der Mauer etwas herumhantieren. Beziehungsweise... Ich weiß ziemlich viel, beziehungsweise. Guck mal, das hier kurz mitnehmen. Wir haben Blöcke, wir haben aber noch keine langen Halbblöcke. Wir haben die normalen Sachen. Vierer Blöcke, Fünfer Blöcke. Und normal Standardverteidigung, mittlere Panzerplatten, die genau geradeaus durchgehen. Okay. Ich möchte doch kurz mal anschauen. Yep, das gibt dann einen schönen Streifen. Dass wir einfach sagen, diese Platten hier werden mittig reingebaut. Nachdem wir jetzt noch keine 5er Blöcke haben oder dergleichen, lassen wir es einfach hierbei. Oder? Sieht doch schön aus.
Nach dem wir kostenlos so viele Zweierbauteile bekommen, können wir auch ruhig das Ganze nutzen, um alles etwas pfiffiger aussehen zu lassen, sagen wir es mal so. Dich wollte ich haben. Aber ich glaube nicht, nein. Der Rest ist soweit wieder zum Verkaufen da. Damit können wir auch unseren guten... Dankeschön. Können wir auch hier unseren ganzen Abernte-Vorrichtung etwas entschlacken. Wir haben, oh Gott, nein. Wenn ihr nicht einfach meine Teile schlucken und abschießen könntet, das wäre super. Verdammt noch eins. Das mit dem darüber setzen. Darüber setzen und das Ding einfach klauen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich hier noch und ich glaube, euch kann man verkaufen, so wie wir saßen. Yep, das funktioniert. Bin ich glücklich drüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, das ist immer Panzerung und allem drum und dran. Yep. Das Ganze dauert einfach, bis wir ein bisschen besser dran sind. Die Station können wir auch gleich mitnehmen. Die Panzerung können wir auf jeden Fall brauchen. Hallöchen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe doch schon einmal Hallöchen gesagt. Ich wusste gar nicht, dass ich mehrmals Hallöchen sagen muss. Panzerplatten, dankeschön. Energiegeneratoren. Kann man alles nehmen. Beziehungsweise. Ah, das war ein richtiger normaler Generator. Okay. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. So, haben wir alles von ihm eingeklaubt. Sind wir soweit zufrieden? Ich bin glücklich mit der Welt. Ich bin mehr als glücklich mit der Welt. Deswegen einmal hier unsere Notfallversorgung wieder hinten hinbauen. Damit da auch ja nichts passiert. Jetzt haben wir noch alles dich auf jeden Fall. Einmal dich hier. Und sogar noch einmal. Eine ungerade Zahl, aber macht nichts. Können wir alles immer gut gebrauchen. Okay. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier auch ein bisschen Seitenpanzerung hinbekommen. Und zwar habe ich das doch bestimmt gerade eingesagt irgendwo. Mit Betonung auf irgendwo. Oh, komm schon. Okay, Jungs. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir auch nicht. Du bist ein stinknormaler Verbrennungsmotor, dich brauchen wir auch nicht. Die großen Platten brauchen wir auch mal nicht. Die kleinen Platten wiederum können wir gebrauchen. Dich können wir wiederum nicht gebrauchen. Dich ja, Feuerwerkskörper können wir auch mal verkaufen. Verkaufen, wollte ich gerade sagen. Na, komm schon. Ist das Video irgendwo da drin, oder was? Yep. Ah, ich habe sie gesehen. Dort sind wir doch zu Hause. Okay, blanke Streifen können wir kaufen. Wir können größere Teile kaufen. Wir können ziemlich viel kaufen, wenn der Tag lang ist. Und die Mauer gleich noch ein bisschen mehr ausbreiten. Na... So können wir das Ganze auch etwas mehr entschlacksen. Okay, reicht. Na gut, okay. Dann mal dich hier reinschmeißen. Und den nehmen wir noch mit raus. Ein einziger noch. Passt schon. Okay, dann brauchen wir noch mehr gelbe Klötze. Wir haben jetzt die Kohle dafür. Heißt, wir können sie auch bis zum Abwinken kaufen. Und zwar... Moment. Einen Moment, wir müssen die hier kaufen. Zack. Das sind definitiv viele. Das sind viele und wir können bei weitem nicht alle aufnehmen. Okay, müssen wir nach und nach entfahren. Das Gute ist, wir haben ja ein relativ großes Fahrzeug, da sollte das recht gut vonstatten gehen. Ja, na komm, ich möchte es direkt dahin bauen. Muss nicht nochmal zu mir rein.
Das ist doch herrlich. So geht der Bau doch richtig schnell vonstatten. Heißt, wir machen drei Stück hin. Lassen wieder eins frei. Dann können wir schon mal vorbauen einfach. Yep, solange uns die Klötze überhaupt reichen. Das können wir hier doch bestimmt auch machen. Yep, können wir. Ja, kommst du her. Den wir jetzt eh gerade an der Mauer bauen, können wir eigentlich das hier machen. Uns nebenbei ein kleines bisschen wieder aufpumpen lassen. Ich glaube, ein bisschen was in Sachen Stromreserven zu haben, ist niemals verkehrt. Na, kommst du her. Dankeschön. So pumpen wir einfach immer alles auf. So, wie viel können wir denn hier mitnehmen? Ja, soweit eigentlich alles, so wie es ausschaut. Und dich auch noch. Wunderbar. Ach, das ist doch herrlich. So sollte es immer sein. Also bräuchte man wahrscheinlich immer einen großen Transporter. Und den haben wir leider nicht immer. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber na gut. Und ich sehe schon wieder hier, die Ebene ist einfach nicht hundertprozentig gerade. Werde ich ja wahrscheinlich nie irgendwo finden. Bin ich hier an der Grenze angekommen? Darf ich nicht weiterbauen als hier? Ich glaube, ich darf wirklich nicht weiterbauen als hier. Moment. Was ist, wenn wir ein Fixanker kaufen nochmal? Könnte das unsere Probleme hier gerade lösen? Ein Fixanker, dankeschön. Ein bisschen Geld ausgegeben. Dass wir einfach eine gewisse Basis immer wieder brauchen. Nein. Ist ja eine unsichtbare Mauer, von der ich wissen sollte. Oder kann man, ach Gott, kann man um einen Fixanker nur eine bestimmte Länge bauen? Aber dann dürfte ich eigentlich auf der Seite auch nicht weiterbauen können. Moment, das haben wir gleich. Das Mysterium wird gleich gelöst werden. Und das sogar noch in dieser Folge. Hoffentlich, eventuell. Wir sind, oh Gott, komm. Nicht nach hinten ausrutschen, nach vorne müssen wir fahren. Dankeschön. Warum haben wir eigentlich gerade eine 3 nach hinten? Haben wir von dem Zeug geschubst oder was? Tatsache. Das Ding schubst uns nach hinten, weil wir einfach zu viel sind. Na gut, das heißt wirklich, wir müssen... Na komm, lass du mich jetzt mal hin. Wir können nicht ewig und 3 Tage bauen mit einem Fixanker. Ach, komm schon. Die große Mauer von China. Na, komm, was ist jetzt los? Na komm. Dann laden wir halt ein bisschen was ab. Okay, ein bisschen was hier, da, so, zack, wunderbar. Oh Gott, jetzt muss ich aber wirklich dann überlegen, wie ich es dann mache. Wenn ich immer bloß eine gewisse Seite haben kann, das ist doof. Das ist mehr als doof. Ich hätte wirklich gedacht, man könnte unendlich weit nach außen bauen. Da macht der Versatz, sieht zwar schön aus, macht so dann keinen Sinn mehr. Außer ich sage, wir machen viele Eingangstore. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich glaube, das werde ich auch so praktizieren. So einfach sagen, okay, es geht zwar hier nicht weiter. Aber man kann immer noch nach oben bauen. Eventuell, wenn es die Drehung zulässt, mal irgendwann. Yep. Wenn es auch noch das Richtige gewesen wäre, wäre ich richtig glücklich darüber geworden. Ach, komm schon. Einmal sollst du funktionieren und dann funktionierst du nicht. Das ist aber nicht nett von dir. Ich möchte nach oben bauen. Yep, genau so. Na, gerade wieder in der falschen Ebene.
Ich sehe mich jetzt schon wieder davon fliegen. Ach, Mann, komm. Ich möchte einfach nur nach oben bauen. Ist das denn so schwer? Na komm. Ich rutsche wieder weg. Ich muss unbedingt... Wir hatten es doch gerade. Gerade war es doch richtig. Okay, Moment. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte einfach nicht mehr nach hinten gleiten. Das wäre wunderbar. Einfach einmal nur auf der Stelle bleiben. Oh Gott, herrlich, danke. Wunderbar. Das gleiche auch nochmal hier eventuell? Oder war es jetzt ein Wunder? Langsam, es war ein Wunder. Okay, was ist, wenn ich das so hinbaue? Und sag, hey, baue mir doch was da drüber. Es scheint schon etwas besser zu gehen, wenn es nicht gerade auf der falschen Seite wäre. Okay, jetzt sollten wir wesentlich besser zurechtkommen. Na komm, gehst du nach oben? Baust du mir nach oben? Du möchtest mich jetzt verarschen. Ich möchte einfach nur nach oben bauen. Ah, okay, gut, dann halt nicht. Lassen wir es einfach so. Warum nicht? Hey. Wäre nicht so, als wäre es irgendwie wichtig, dass wir was hinbauen. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen weiter nach hinten gehen. Plupp, dankeschön. Und schauen, dass wir irgendwie hier zurechtkommen. Na komm. Ich weiß, 3D-Sicht ist nicht gerade das Einfachste. Aber sie sollte doch insoweit in der Lage sein, mir zumindest ein bisschen zu helfen. Ein paar Blöcke weit kommen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können den nächsten Mauerabschnitt ungefähr... hier hinsetzen. Doch, das sollte im Bereich möglich sein. Schauen wir mal, wie weit kommen wir denn darum? Ich hoffe, ziemlich weit. Wir sind jetzt schon ganz leicht schief, was ich jetzt nicht gut empfinden kann, aber was wir machen. Was wir machen, wenn man an Baulimits anstößt. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Das würde sogar auch noch gehen. So ein bisschen zumindest. Ein kleiner Hügel ist jetzt dann auf jeden Fall. Lässt sich nicht bestreiten, da ist ein Hügel drin. Genauso wie ich nicht bestreiten kann, dass das Ganze nicht gerade ist. Okay, können wir irgendwie den hier zwingen, sich gerade hinzusetzen. Das können wir... Na komm. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einfach mal Eise weg. Weg, 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 weg. Ist halt gerade dem im Weg, was ich produzieren möchte. Das wäre eine gerade Mauer. Na. So, wir haben es hier rüber, wir haben es dort rüber. So. Könnte das ausreichen? Ich glaube, das ist noch schiefer als davor. Oder richtet er sich nach mir aus? Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, so ein bisschen ja. So ein kleines bisschen zumindest. Ja, besser. Das sollte etwas besser funktionieren. Bitte einmal hinbauen. Dankeschön. Und noch einmal schauen. Ob wir richtig sehen? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Nein, diesmal nicht. Leider Gottes nein. Wäre natürlich cool. Aber das wird sonst so nichts werden. Na, kommst du ja. Dankeschön. Ja, besser. Das können wir so lassen.
damit bin ich doch zufrieden. So, hier zusammenbauen. Und ein nächster Abschnitt kann nach und nach produziert werden.